ADD. No, 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 shit. Ay. Tom, ich wollte, also ich sollte eigentlich auch dahin kommen, mit denen zusammen die Döner testen, aber ich hatte vorgestern keine Zeit leider. Das ist hier der Trüffel. Der sieht unfassbar saftig aus. So Leute, da ist das Ding von Papa Platte. Yo! Ah ja. Oh, was geht ab Leute und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Freunde, ihr seht, wir sind an einer ganz besonderen Location und zwar Leute, gibt es heute ein YouTuber-Special. Wir testen heute die Lieblingsspots von YouTubern, Freunde. Der erste Spot ist auf jeden Fall Elias97. Ihr solltet es auf jeden Fall kennen. Wenn ihr in Berlin seid, Hauptstraße 133 in Schöneberg. Sydney ist eigentlich auch heute am Start, sollte der sein, ist aber nicht. Deswegen haben wir uns einen anderen Kollegen rein. Das bin ich, Leute. Und wer ist da, Junge? Leute, wer kennt ihn noch? Lil Lightskin, der Ehrenbruder. Wir haben heute eine kleine Tour am Start. Er ist auf jeden Fall die ganze Zeit mit am Start. Bruder, bist du gespannt? Hast du hungry? Ich bin nicht hungrig, aber ich hab Bock. Er sieht übrigens aus wie ein Kamel, gerade eben erst aufgestanden. Ist nur 14 Uhr, aber korrekt. Starten direkt rein. Erstes Ding, Elias97. Let's. Wer könnte ihn noch? Halb vorbei. Wieso dürfen die alle so coole Aufnahmen machen? Ich und Eli, wir sind da wie Knechte. Wir waren auch nie da hinter der Theke. Wir bekommen immer Getränke umsonst, aber sonst. Der Eli mag den mit viel Käse. Schön weiße Decke hier drauf. Gute Männer. Wie fett das Ding ist. Wow! Wow! Brocken, danke für den Prime Sub. Dürfte Holger auch schweißen. Da ist das Ding. Okay, Leute, hier ist das Ding. Der Elias97 Burger. Burger, sag ich, und Döner natürlich. Was sagst du? Erster Eindruck? Okay, gönnen wir uns den ersten Biss. Ja, bitte, saftige. Was direkt durchkommt, ist absolut der Käse. Richtig geil, ich bin absoluter Schafskäse-Fan. Was man ich direkt auch sieht, Karotten drin, Kartoffel drin, gespalten. Da sind keine Karotten, das sind Süßkartoffelpommes. Wunderbar. Die Zitrone ist auch richtig stark. Oh, der ist wirklich gut. Hallo da. Entschuldigung. Beschreib mal ein bisschen den Geschmack. Ich kann nicht beschreiben. Fleisch ist halt sehr typisch, finde ich. Schicken Geschmack mit dem frittierten Gemüse, sehr, sehr geil abgerundet. Also ich bin auch fasziniert von der Zitrone. Willst du nochmal testen, Angie? Ich kenne den schon. Ja, von vor 6 Jahren. Sie kennt den von vor 6 Jahren. Ich habe den vor 6 Jahren schon mal gegessen. Genau hier, da hinten in dieser Kabine drin. Geil. Für mich ist der eine 8,5 von 10, aber nur mit dem Fakt, dass ich in Istanbul schon mal Döner gegessen habe. Bei mir ist der 10 von 10. Weil jeder Bissen Danke. Ist so anders. Weißt du, wie ich meine? In jedem Bissen ist was drin, was es diesen Bissen so geil macht. Bissen. Okay, Leute, kleine Werbeunterbrechung. Leute, ich sag euch ehrlich, ich hab echt heftige Stellen. Also Leute, denkt an eure Mitmenschen. So, weiter geht's mit. Wir essen zu dritten Döner. Mit dem Lieblingsspot von. Ich hätte auch gerne mal abgewissen. Marcel Scorpion, Ehrenbruder von mir. Yo, Digga. Es wird Quatsch. Sag ich so, wie es ist. Marcel, weiß ich nicht. Also, du musst unbedingt mal KWA, das heißt irgendwie Kebab with Attitude, ausprobieren. Das, da weiß ich zum Beispiel auch, dass da Papa Platte sehr gerne ist. Eigentlich wollte er dabei sein, aber ich glaube, momentan der beschäftigt der alte Darts-Profi. Deswegen würde ich sagen, wir sind an seinem Lieblings. Marcel wollte auch dabei sein, ja. Und zwar nennt sich das Ganze Kebab with Attitude. Hier, da steht's nochmal mit. Danke, Bruder. Okay, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal rein. Ich habe schon gesehen, da gibt es Rind und Chicken. Also man kann zwischen zwei Sachen wählen und sieht sehr, sehr gut aus, der Dönerspieß. Gerade ein ultraheftiger Zufall, Freunde. Wir laufen gerade entspannt entlang. Auf einmal kommt mir so ein Gesicht ziemlich bekannt vor. War das einfach von den Jindawis, die Luisa? Ich habe sie gefragt, ob wir vielleicht zusammen ihr Videokurs, dass wir euren Lieblingsdöner noch testen. Sie meinte, sie macht ohne ihren Nada nichts. Mega süß, aber auch ein bisschen schade. Ja, aber egal, Freunde, deswegen checken wir danach noch den Lieblingsdöner von den Jindawis ab. Sie hat mir nämlich einen Tipp gegeben und zwar Hakiki. Jetzt geht's erstmal hier mit weiter, Leute. Hakiki ist auch von Shirin David. Wir gehen rein in den Laden. Let's go! Dann nicht 12 Euro oder so, ich hab keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Aber Marcel ist kein Berliner, deswegen erwarte ich eigentlich keinen guten, also keinen richtig guten. In Berlin sind alle gut. Leute, hier kann man wirklich die Entwicklung vom Döner sehen. Das heißt, man hat hier anfangs den ganz normalen OG-Döner, wie er in Istanbul produziert wurde. Und durch dieses ganze Menü zieht sich quasi durch von OG-Döner bis zum heutigen Fancy-Döner, wenn man alles bestellen kann. Mal kurz. Von Spargel, Röstkartoffeln, Salat, Tomate, Frühlingszwiebeln, Granatapfel, frisch geriebene Trüffel mit Trüffelmayo. Ich würde den ohne Granatapfel nehmen und mit scharfer Soße, wenn es gibt. Das ist wie... Hier, Pide, Tray, Wrap, was das? Ist ein Sandwichladen oder was? Smoky Chick. Hähnchen, Salat, Coleslaw, Quatsch. Salat, Mango, Cranberry, nein.
Hähnchen, Salat, Grills, Gemüse, Cherrytomaten, Rote Zwiebeln, Gurke, Feta, Minze, Limette. Auch cool. Knoblauch, scharf, ja. OG-Döner. Digga, wie teuer sind hier die Döner? 12,50 Euro ein normaler. Bis zum heutigen Fancy-Döner, man alles bestellen kann. Fancy-Döner, man alles bestellen kann. Soße. Röstzwiebeln. Oder ist das Fleisch gewesen? Ja, was ist denn das? Was ist das? Das ist kein Döner, das ist kein Döner. Aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem lecker schmeckt. Aber ich will es nicht Döner nennen. Cool, das ist mein Döner, das ist meiner. Mit Trüffel. Der Essen ist da, das ist meiner, das ist meiner. Hier, mit scharfer Soße aber noch. Der Trüffel, echter schwarzer Trüffel, wurde hier rüber gerubbt. Hier haben wir den OG, richtig Iskender-mäßig. Monster-mäßig. Fancy Shit. Der sieht unfassbar saftig aus. Ich habe jetzt die Videos ready, ich weiß aber nicht, welche genau. Sieht so quatschig aus. Marlon, ich glaube, das ist so wie der vegane Döner halt. Der vegane Döner, also ich habe früher in einer Wohnung gewohnt und gegenüber war so ein Veganer, Attila Hildmann, so einer der berühmtesten veganen Restaurants, war genau gegenüber von uns. Da haben wir Döner bestellt und veganer Döner, aber ich fand's richtig geil. Das war richtig abgespaced, was da drin war, aber ich fand's richtig lecker. Ich beiß jetzt einfach mal rein. Ist halt kein Döner, es ist kein Döner für mich. Ja, es ist auch kein Döner, aber es schmeckt einfach so. Ich würde es eher Sandwich nennen. Oh mein Gott. Guck mal, Bruder, wie der Saft hier durch das Brot durchkommt. Das ist nicht ohne cool. Dass das Brot bricht. Das finde ich nicht cool. Das ist schon echt, das ist der Shit. Ich habe noch nie so ein Ding gegessen. Hier sind so viele ganz clean Geschmäcker drin. Der meinte, alles ist hier wirklich self-made. Ganz tolles Rindfleisch übereinander geschichtet. Man sieht das richtig. Schichtfleisch, das ist monstermäßig. Bruder, das ist geisteskrank. Das ist einfach qualitativ das Beste, was ich jemals hier gegessen habe in Berlin. Weil jedes einzelne Zutat, Digga, ich stell mir auch vor, dass es gut schmeckt. Weil es einfach mal was anderes ist als, ich habe schon, weiß ich, wie viel Döner in meinem Leben gegessen. Das ist auf einem hohen Niveau, das ist unfassbar. Leute, die haben sogar Granatapfelsplitter hier drauf gemacht. Ich hab dich noch nie so begeistert bei Essen gesehen, ne? Also sieht stark aus, aber... Das ist wunderbar. Hier ist sogar Spargel drin, das habe ich ganz vergessen. Die meisten werden sagen, okay, das ist für mich kein Döner. Weil Leute, so sieht der OG-Döner aus. Mit saurer Gurke, Peperoni, Iskender und diesem weißen Zeug. Ich wusste nicht, dass es sowas hier in Berlin gibt, aber für mich ist das der 10. Marcel Babatzin. Marcel. Way. You are the man. You're the man. Man. Wir fangen jetzt nur noch Marcel, wo sollen wir essen gehen? Weiter geht's mit dem berühmt-berüchtigten Shirin Teotön. Schön, Superhahn, Kernstraße, Leute. Hat man schon öfters gesehen, aber ich habe ihn noch nicht probiert. Deswegen müssen wir den heute testen. Erster Eindruck, muss ich mal sagen, dieser Dönerspieß. Sieht maschallah aus. Guck mal, was für geile Röstaromen der bis jetzt gesammelt hat. Das finde ich ja immer... Schaut euch mal die Röstaromen an. Super. Und Freunde, was ich direkt gesehen habe, die Teile schmecken echt so geil. Das sind meine Lieblings-Pepperonis. Wir sind jetzt beim besten Döner auf der ganzen Welt. Wir sind hier in der Kernstraße bei Superhahn. Und darf ich einen Döner bei dir bestellen? Ein OG-Code. Bestellen? Ja, machen so wie Shirin David. Sie auch, gleiche Shirin David. Was ist da? Er meint mich, du Ach so, Dorf. Sie! Ja. Sie sieht gut aus, oder was? Nur Oscar, danke für Reese, aber den 6. Gib mir einen Namen für ein Kind. Dauert noch 3 Monate, großer. Dankeschön. Ja? Yeah. Meine Frau. Ja? Ja. Yeah. Super. Ja, na? Ist, glaube ich, ein klassischer Chicken-Dönerladen einfach. Der nächste Ding, Shirins Döner. Und guck mal, was wir noch dazu haben, Leute. Die Dinger, ich weiß nicht warum, aber das sind so geile Teile. Hier ist es wie so ein Kartoffelchicken. Ja, ist wie Prime Chicken. Schmeckt aber gut. Das schmeckt aber schon mal mies. Also Brot ist auf jeden Fall anders als das andere. Hier ist wieder dieses Thymian-Gewürz drin. Im Fleisch. Boah, mashallah. Ich finde das Fleisch besser. Ja. Weiß irgendjemand, wie Thymian schmeckt? Ich fand die Soße bei Rühren fand ich zum Beispiel nicer. Ich finde den richtig gut. Fleisch hat sowieso eine kleine Schicht drüber. So ein leichter Fettfilm. So ein ja, genau. So eine Art bisschen Fett. Würze. Nein, sehr krass. Vor allem, die Teile sind absoluter Gamechanger. Ich weiß nicht, warum nicht jeder Dönerladen die im Sortiment hat, weil die haben so eine perfekte, geile Schärfe. Cool. Ich muss da mal hin, nur wegen der Peperonis. Das Fleisch ist sehr geil. Ich habe noch einen Tipp bekommen und zwar hat doch Papa Platte auch schon mal hier im Adlon den teuersten Döner Deutschlands gegessen, Freunde. Und zwar kostet er 19 Euro. Ich habe den schon mal getestet, aber der gute Bruder Lil Light hier noch nicht. Ich bin noch nicht in der Oberschicht angekommen. Alter, dieses Fleisch hier. Okay, let's go. Das sieht sehr uncool aus. Einmal Dreieck. Ich hasse Dreieckbrot bei Döner. Kuss. Kuss. So Leute, da ist das Ding von Papa Platte. Bestimmt ist das Fleisch einfach richtig... hochwertig und deswegen ist der Preis hoch, also heute nicht rum. Aber es sieht jetzt nicht verdammt lecker aus. Rotkohl, was ist das? Was ist das für ein Rotkohl? Wo ist der Salat? Wo sind die Tomaten? Hey, wo sind die Soßen? Guck mal, wie trocken das ist.
Er wird nicht lecker schmecken. Platte hier direkt beim Ab. Ich hab nur Dreieck. Ich weiß, es sind diese Alibi-Dönerläden. So, hier, wir haben jetzt auch einen Dönerladen. Im Berlin-Style. Und vom Brandenburger Tor. Ey, das riecht wirklich krass, ne? Das Fleisch. Das Geilste ist krank, Digga. Mmh, dieses Fleisch. Das Fleisch schmeckt, glaube ich, richtig lecker. Schmeckt einfach nach Qualität. Ja. Sieht doch so aus. Mmh. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, das ist der beste Döner. Irgendwo besonders mal was essen gehen will. Wirklich sehr stark. Fleisch top. Wirklich top, 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 top. Dafür würde ich den Schuh eine schöne 8 geben. So. Ja, Leute, wir sind hier jetzt bei Jimmy, danke für den Preis-Up. Meinem Lieblings-Food-Spot in Berlin. Chicken Bus, man. Look, look, look. Ist der Shit. Sieht schon mega fresh aus. Hier gibt es so hier Chicken 12, Chicken Wings, Popcorn Chicken. Die Pommes sind auch sehr stark. Hier haben wir doch den Laden, was Eli die ganze Zeit sucht. Es gibt keinen Laden, wo es Chicken Wings gibt. Wir haben auch so eine sehr krasse hausgemachte Pfirsich-Eistees. Das ist dein Lieblingsessen, sagst du? Ja, aber es ist auf jeden Fall die kleinste Portion, die es hier gibt. Vorgewählt. Kleine Portion für den kleinen Mann. Ja, bei der kleinen Option gibt es eigentlich auch immer nur einmal Erdnusssoße. Date Me, die ist so low-key spicy, aber süß. Geheimtipp, der ist nicht auf der Karte. Chili-Mayonnaise. Immer beste. Ich liebe die. Ich liebe die. Die ist nice. Chili-Mayonnaise. Der blanke Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn. Mm. Und ich liebe diese hausgemachten Eistees. Oh. Hausgemacht. Das ist Wahnsinn, Digga. Ist hausgemacht. Okay, der ist wirklich. Popcorn Chicken, immer beste, Digga. Komplett zart. Zu lecker. Junge, das ist nicht lustig. Oder was hast du gemacht? Ich habe gerade die letzten Tauben so rausschlürfen wollen und ich habe dann einen Eiswürfel eingezogen. Der ist jetzt in meiner Luftröhre und der schmilzt so lange und ich merke das. Das kenne ich. Ich höre, ich kenne das. Okay, Leute, letzte Station. Akiki. Wir sind endlich da angekommen, Leute, wo auch die Gintaui ihren Lieblingsdöner haben. War, Leute, ist das Akiki? Wie gesagt, wir haben gerade eben schon Luisa Gintaui gerade beim Shoppen gesehen. Die wollte leider nicht mit dem Video sein, aber sie hat mir den Tipp gegeben. Guck dir das Video an, wir haben uns dazu geäußert. Akiki ist unser Lieblingsdöner. Los geht's. Auch sehr classic. Okay, Leute, das müsste mittlerweile der wievielte sein? Fünfte? Bei mir ist echt tot. Extrem riesiger Döner, sehr viel bunte Sachen drauf. Rotkohl sieht auch sehr, sehr fancy aus. Ah, cool, dass Tom immer schön scharf ist. Soße ist auch wieder auf Mayonnaise-Basis. Soßen sind nice. Sehr viele frische Zutaten. Hat hier Petersilie, Zwiebeln, sogar ein bisschen Mais ist drauf. Ist halt ziemlich typisch, Berlin-typisch. Ja, geht voll klar, gibt aber meiner Meinung nach bessere. Aber keine Frage, sehr frisch. Im Großen und Ganzen geile Kombo, aber mehr so ein normaler Döner für zwischendurch. Einfach ein solider Alltagsdöner. So. Damit würde ich sagen, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben viele Sachen heute abgecheckt. Deswegen würde ich sagen, das waren die Gintaui gewesen. Mein Favorit war ganz klar Marcel Scorpion. Julian war für mich eigentlich heute der Beste. So. Lass gerne ein Like. Danke, Lilla. Ich bin ihm auf seinem Instagram, deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Video. Vergesst nicht. Du fühlst dich richtig cool mit deinen Deichmann 10 Euro Schuhen. Yeah.